Ich soll da quasi einen Hafen hinbauen, hast du gesagt, ne? Naja, also wir müssen da jetzt einen Leuchtturm hinbauen. Du wolltest ja noch einen Angelplatz da hinbauen. Es wäre schön, wenn man Anleger, es muss kein Hafen sein, aber so ein Anleger, wo man mit dem Boot anlegen kann. Ja? Und ich buddel in der Zwischenzeit schon mal frei. Und der Niklas kann ja mit dem Leuchtturm anfangen. Genug Wolle hat er ja. Wenn er möchte. Wir zwingen hier ja gar keinen. Du, hast du den Zombie hier hingelassen? Nein. Gut, dann schnell weg. Der stinkt. Dass Zombies immer so unangenehm riechen müssen, weißt du? Hm. Da. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass dieses Lied wunderschön ist? Das ist so schön ruhig. Was? So, und wir machen es uns einfach. Wir fahren Richtung Leuchtturm. Gut, die Strecke existiert noch nicht, aber wir können ja unsere Bahn benutzen. Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Wäre Fahrradkette. Oh. Das Schöne ist, diese ganzen Dinger interessieren nicht. Hier ist natürlich schon Ende, weil wir haben ja noch gar keine Gleise gelegt. Also was hast du in den anderen Hafen gemacht? Ich glaube Cobblestone Stufen. Nicht Treppen, Stufen. Nee. Ich glaube, ich habe die richtigen Begriffe verwendet. Ne? Ich komme da immer mit durcheinander, kennt ihr ja. Wenn ich hier suche, suche ich ja immer nach Stufen, meine aber Treppen. Ich hoffe, dass ich baulich nichts vergessen habe. Wäre mir peinlich, wenn jetzt hier irgendwas einbrechen würde. Oh Gott, oh Gott. Weißt du, dann haben wir nämlich einen Bahnanschluss. Einen Weg dahin können wir eventuell mal irgendwann bauen, wenn wir wollen. Jules ist now sleeping. Na, typisch. Das ist wieder eine Arbeitseinstellung. Ich fange ja schon mal an. Ich habe die Woche schon Nachtschicht gehabt. Lang. So, Vorteil ist, jetzt kann ich ja auch wirklich Erze sammeln. Der Sandstein sieht bei dir ziemlich gut aus. Ja, den finde ich ziemlich gut gelungen in diesem Texture-Pack. Wenn du Hinweise zur Minecraft-Version, Texture-Pack oder dergleichen haben möchtest, gib einfach mal in den Chat Minecraft ein. Dann sollte sich eigentlich alle Informationen automatisch in den Chat ergießen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt muss ich ja... Ich darf halt nur nicht die Glasscheiben kaputt machen, sonst haben wir ein Problem. Nein, das Problem hast erstmal du. Ja, ich ertrink dann, weißt du? Elend. Ich weiß halt nicht, wie gut mein Werkzeug ist im Sinne von, ich mach mal alles kaputt hier, weißt du? Und wenn du die Schaufel nimmst, dann weißt du ja, was passiert eventuell, ne? Eben, und die muss ich ja nehmen. Wobei die Spitzhacke, glaube ich, bei Glas auch nicht wenig Unterschiede macht. Nee, glaube ich auch nicht. Das Schlimme ist, ich muss ja den Boden und die Seiten auch noch ausfräsen. Oh, das ist das Arschloch. Aber Kies fällt doch runter, oder? Das ist doch... Kies Richard fällt runter, ja. Hat der Herr Gaming eigentlich wirklich nicht verstanden, was ich mit den... fangen wir mal anders an. Wann möchtest du denn jetzt mit mir starten? Einmal wöchentlich, zweimal... Nee, alle zwei Wochen? Oder wie hattest du dir das vorgestellt? Mit was? Mit dem Just Chatting über irgendwas für Themen. Je nachdem, wie es bei dir zeitlich ausschaut. Immer beschissen, aber noch geht's. Ja. Keine Ahnung, feste Zeiten, ich weiß nicht, ob die so sinnvoll wären, weil ich auch unterschiedlich arbeite. Das halt dann blöd ist. Sagen wir mal anders. Wann möchtest du denn den ersten Stream machen? Hast du da schon was überlegt? Scheiße! Nein. Hast du es geschafft? Ja, das Blöde ist. So weit weg von allem, ne? Da war jetzt noch Sand und der ist eingebrochen. Aber das ist so weit weg. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das finde ich.
Ist auch nur ein ganz kleiner Wassereinbruch, aber eben aus dem Bereich, der eigentlich fest war. Aber da war so viel Sand drüber, das habe ich nicht gesehen. Da hätte ich Tonnen an Sand wegschaufeln müssen. Brauchst du Hilfe? Nein. Nein, alles gut. Bloß nicht. Du baust mir nur wieder dazwischen. Ich hab's nur gut gemeint. Ich weiß. Aber du weißt ja, ne, gut gemeint ist die doofe Tochter von gut gemacht. Schnell wieder hoch, Dickerchen. Komm, wir sind nicht im Game Mode 1. Ja, natürlich. Hat wieder Atemnot, das Rind, weißt du? Zwodele. Das Schöne ist, weil ich es beleuchtet habe, finde ich auch immer wieder den Eingang. Das ist, das ist ja hier unten finster wie im Affendödel, Arsch. So. Beim Gorilla? Was? Da war ich nicht drin. Jedenfalls nicht mehr gesehen. Was? Du die. Ja, hier muss ja nichts weggebaggert werden. Die müssen. Habe ich die jetzt wirklich so tief gesetzt, ich voll Depp? Hm. Ah. Das ist immer das Schlimme, wenn man ja, keine Ahnung hat, ne? Haben wir eigentlich genug Gleise? Das weiß ich noch nicht. Aber geh ich mal hin. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das war alles hohl hier. Das musste ich alles wieder auffüllen, damit wir das Wasser hier rauskriegen, weißt du? Das ist aber alles zugebaut, Fussel, oder? Mann. Das ist hier noch der widerliche Teil, weil hier so viel Übergang ist, ne? Zwischen Sand, Kies und festem Gestein. Das hört erst hinterher auf. Aber ich glaube, das wird mal ganz schön. Glaube ich auch. Niklas ist schon wieder so leid. Der sagt doch nichts. Ich schätze mal, der hält wieder irgendwelche schwarzen Messen in der Kirche oder so. Hat bestimmt wieder meinen Hund geopfert, ich kenne ihn doch. Oder hat er sich auf stumm geschaltet? Man weiß es nicht. Hat er jetzt einen Termin eigentlich genannt? Nee, ne? Nein. Ich denke, frag mal, sei mal höflich, weiß er aber. Wieder nichts, ne? Ach, scheiße. Und dann heißt es nächste Woche, du hast ja nichts gesagt. Hm, naja. Immer das Gleiche mit deiner Fänge. Warum immer ich? Warum frage ich dich? Hat er gerade Eier gesagt? Dann ist er bestimmt wieder an den Hühnern dran. Wahrscheinlich. Na ja, gut. Müssen wir mal gleich gucken. Eventuell muss ich den Boden hier noch ein bisschen aus... Nee, hier ist guck, richtig, der Niklas, ne? Cheatet schon wieder. Was? Das würde ich ja nie machen, weißt du? Im Leben nicht. Nee. Ich
Nee, 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 nee. Ja, ist hier gerade ziemlich spannend, ne? Weiß ich. Aber ehrlich. Ja, ich finde das Schwierige, du musst ja auch immer so ein bisschen vordenken, ne? Also wir sind ja jetzt zum Beispiel hier auf einer Ebene, auf der wir ja am Ende die Gleise verlegen. Das heißt, die habe ich ja ausgebuddelt, weil hier sowas wie Kies und so rein muss, ne? Saber, ein Kiesboden im Tunnel fände ich nicht schlecht. Ja, es wird so sein, dass wir auf dem Kies werden wir die Gleise fahren lassen. Ja. Und daneben ist doch immer Bruchstein. So haben wir doch eigentlich bis jetzt alles gemacht. Und so würde ich das gerne auch durchführen. Wir sind halt jetzt hier auf der Ebene Kies. Ja, also gleich muss ich aufpassen, dass ich den Kies hier nicht zu sehr wegbaue. Also so Löcher, die können wir zum Beispiel zumachen. Da habe ich schon alles zu, alles klar. Ja, Erze werden natürlich mitgenommen, die können wir hinterher einschmelzen. Und unseren schönen Eisengolem rausmachen. Was? Hier sollte ja nicht allzu viel schief gehen. Also ein bisschen dem Design beibehalten, weißt du? Falls wir mal durch einen Wassereinbruch hier rausrennen müssen, dann machen wir das nicht auf Kies. Sondern auf Bruchstein. Sehr schön. Alter, hier liegt aber auch ein Material im Boden, ne? Das ist unglaublich. Okay, rückwärts, rückwärts. Da habe ich doch aus dem Augenwinkel noch was über mir gesehen. Was man zu Geld machen kann. Meinst du, wir können das alles zu Geld machen? Klar, wir verkaufen den Datenstand einfach, weißt du? Wird bestimmt ja, jemanden geben, der uns den bezahlt. Und sagen, boah, hier, guck mal. Sieht auch gut aus, ne? Ja, dann bleiben wir dem einfach treu und machen das so ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Schön auf Kies bauen. So, jetzt müsste es eigentlich einfach werden, oder? Warte mal. Jetzt muss ich... Ich bin jetzt auf der Ebene, wo das Kies draufkommt, ne? Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich dann nicht ins eigene Bein schieße. So, das heißt, wir hätten... Ja, das passiert aber unheimlich schnell. Weißt du, wenn du so wenig Ahnung hast wie ich, dann ist das ganz schlimm. Aber du müsstest das ja kennen, Niklas. Ja, bitte. Ich wollte nichts sagen. Wenn du das gemeint hast. Du hattest Aim gesagt. Ja, aber das war ja das Aim auf mich bezogen. Mi wurde lebendig begraben. Ach, der arme Mi. Ist das eine Insider? Ja. Und du gehörst nicht dazu, merkst du? Scheiße. Na, kann ich mitleben. Ist der... Wie jetzt das? Hallo? Ah, nein. So, habe ich denn ein bisschen Kies hier? Ja, so ein Hauch von Kies habe ich. Nein, Kies. Oh. Gibt es eigentlich eine Mod, dass wir in weiterer Entfernung bauen können? Meinst du das? Ja, so eine Reichweiten-Mod. Dass wir vielleicht noch mal 5 Steine wegbauen können. Der zeigt mir immer an, durch so ein komisches Geräusch, dass ich zu weit weg bin und deswegen den Kies nicht legen kann. Kannst du auch. Ja, ich will halt fertig werden, weißt du? Ich habe da einen gewissen Anspruch. Nee. Siehst du, hier habe ich zum Beispiel schon nicht so schlau gearbeitet. Komm, dann fangen wir hier an. Dann reiten wir jetzt einmal komplett durch. Man sieht da, was ich alles schon unter Wasser gebaut habe. Aber das ist auch eine Sache, die man echt nur im Game Mode One machen kann. Ich hätte
null Bock hier einen Stein, dann tauchst du wieder auf. Es geht gar nicht. Wird denn hier so eine. Warum ist hier eine Wand? Oder ist das meine erste Schutzwand? Ich habe das in zwei Akten gebaut, deswegen kann das sein. Ne, das ist meine sogenannte Deppenwand. Wer die durchbricht, ist in der Regel ein Vollarsch. Es kann aber sein, dass das die erste Deppenwand ist. Weil der Tunnel müsste eigentlich noch ein paar Meter weiter sein. So, hier muss ich jetzt vorsichtig sein. Weil das bleibt ja Kies. Ne? Übrigens, meine lieben Mitspielerinnen und Mitspieler, ne? Wenn ich euch zu viel laber, dann sagt ruhig Bescheid, ne? Ne, ne, ich höre dir gern zu, Fussel. Eben. Ich bin auch gerade sehr hoch konzentriert. Will ja nicht, dass da was passiert, ne? Dass ihr sagt, ja, wir kommen ja nie zu Wort. Man kennt das ja. Fussel, der kleine Egoist. Ist nur am Labern, die Type, weißt du, kann nix, baut nur Scheiße. Jetzt redest du über Niklas. Was? Jetzt hast du gerade über Niklas geredet. Würde ich nie machen. Was war denn das? Da. Ich sing gerade. Da. Da. Kennst du das Lied? Mhm. Da. Was? Wunderbar. Fussel, Alter. Könntest du als Superstar wäre. Ja, jetzt aber, wo Dieter Böhl nicht mehr dabei ist, da weiß ich aber nicht, ob ich mich da nochmal irgendwie dieser Jury darstellen möchte. Wobei er jetzt gefeuert wurde, ne? Wenn ich das so richtig verstanden gehört habe. Ja, weil er mehr Geld wollte angeblich. Ach so. Warum ist meine Schaufel so gut wie kaputt? Ja. Die Feuerwache ist jetzt auch ausgekleidet. Umgekleidet, das keine Ahnung. Hast du die Feuerwehrmänner ausgezogen oder was? Mhm. Wir haben eine Feuerwache? Eine ehemalige Feuerwache, wo jetzt zu Büros wurde. Wo jetzt zu Büros wurde? Mhm. Ist das politisch korrekt erzählt? Fussel, was dazu ist? Weiß ich nicht, ich habe heute sowieso wieder einen Deutschclown gefrühstückt. Einen Deutschclown gefrühstückt, weißt du? Ein Deutschclown. Ein Deutschclown. Wieso ist hier ein Creeper unten in meinem Tunnel? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so geil, ne? Ja, vielleicht, wenn du Glück hast, springt da nur ein Kies weg. Nee. Wenn du Pech hast... Dann macht er hier aber die Riesen... Die Frage ist, soll ich jetzt weitermachen? Hi! Ich bin an dem vorbeigerannt, den hat das gar nicht interessiert. Der guckt ja aus dem Fenster. Ach so, oh, jetzt kommt er. Vielleicht will er die Natur genießen. Aber hier ist doch überall Licht, oder? Warum spawnt denn hier? Hier ist doch hell. Wieso spawnt denn hier ein Creeper? Wo kommt der denn her? Wir haben doch überall Licht und Seelaternen. Oder sind die Seelaternen doch dunkler? Aber ich kann hier unten super gucken. Das wäre aber scheiße. Wenn der jetzt hier alles kaputt sprengt, oder müsste ich... falscher Schneiden. Da müsste ich aber, glaube ich, ein bisschen böse werden. Meinst du? Ja, ein bisschen aggressiv würde ich dann schon. Aber nur ein bisschen, oder? Nein, nur ein bisschen. Okay, gut. Ist aber ganz schön legge hier unten, ne? Ja, ich schätze mal, der Rechner kommt nicht hinterher wegen der schweren Wassertexturen oder so. Ständig. Ja, High-End Definition, weißt du. Hier quietscht doch eine Fledermaus. Was ist denn hier los? Der Tunnel zieht aber Ungeziefer an, du, wa? Da müssen wir uns aber was einfallen lassen.
Also, das ist die erste Deppenwand. Die können wir problemlos kaputt einreichen. Machen. Aber bevor wir dieses tun... Haben wir Niklas ein aufs Maul. Das auch, aber nein, repariere ich erstmal wieder meine Schaufel, weil danach erwartet uns auch ganz, ganz viel Kies. Was eine Überraschung. Mhm. Und wobei ich ehrlich sagen muss, dieses Bauen unter Wasser ist nicht nur schändlich, sondern da tropft es auch immer. Ekelhaft. Ja, wirklich doch. Wie kann es nur? Also ich habe übrigens die Bootsverleihhütte in deinem Stil ungefähr angefertigt. Also hübsch. Ja, ich finde es ganz cool. Na, das ist entscheidend. So, was habe ich denn für eine Axt? Adept, was ist denn das für eine? Kobalt-Schaffler. Ist sicher? Ja, Kobalt, ja. Für blöde steht's hier auch oben, ne? Aber. Kobalt. Mana Kobalt. Der leckt halt wieder ein bisschen, oder was ist schon los? Wir haben übrigens nicht mehr so viel Kobalt. Müssen wir mal wieder in die Höhle. Des Löwen? Warum, was ist denn das hier? Wieso haben wir denn einen Eimer mit Rot und Schwarz? Was auch immer. Warum ist denn das alles so unsortiert hier? Ich weiß nicht. Ja, du hast nicht sortiert. Das glaube ich sofort. Was ist denn das hier? Ja, merke nicht. Geht doch nicht. So, guten Tag. Ich hätte gerne einmal einen Satz neue Schaufel. Bitte sehr, ein Kobaltbarren. Danke sehr. Muss ja auch. Soll ich bitte mal wieder die Schäfchen, ne? Ja, ja. Der Niklas will das ja nicht. Eben. Ihr hasst ja Schafe. So, dann machen wir mal die Schulkackkiste auf, ne? Du willst jetzt quasi in dem Tunnel vom Leuchtturm, willst du quasi so eine Wendeltreppe nach unten, ne? Richtig. Und dann kümmere ich mich immer darum. Aber bauen sie weiß, jetzt etwas, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, was Niklas macht, keine Ahnung. Ich schätze mal sein Ding. Dem mir heute nicht gesagt wurde, was wir heute machen, habe ich mich natürlich unvorbereitet. Ist völlig in Ordnung, Niklas. Gut, dass du dich vorbereitet hast. Das ist toll, das ist gut. Weißt du, Fussel und ich, mir rackern uns ja unter der Woche immer einen Arsch auf, verstehst du? Ja. Wir haben das immer mit Schwarzeiche gemacht, ne? Was? Die Decken? Ja. So. Das Schöne ist, selbst die 3 Meter hier müssen wir nicht mehr laufen. Ah, ist so schön, wenn man faul ist, oder? Wenn sie jetzt noch flüssig laufen würde, ne? Ja, das ist ja unglaublich. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich Frau Merkel nicht mal anschreibe und sage, sie soll dieses Mining jetzt verbieten. Von dieser Kack-Kryptowährung, die ich viel zu spät erst erkannt habe, dass man damit Geld verdienen könnte. Weißt du, andere müssen da nicht Millionen mitmachen. Das finde ich eine Frechheit. Und mir meinen Grafikkartenmarkt kaputt machen. Weißt du, wo sind wir denn hier? Frechheit. Ich finde das sowieso schwachsinnig. Wir machen aus Bruchstein, oder? Das kannst du machen, wie du möchtest. Wenn du ein Holz haben möchtest, machst du eine Holztreppe. Wenn du sagst, ich möchte lieber eine Bruchsteintreppe. Ja, wobei so eine Holztreppe passt eigentlich besser zu einem Leuchtturm, ne? Wobei, vielleicht passt die besser in den Leuchtturm. Du bist ja jetzt sozusagen im Keller. Ab Eingang. Ja, Keller ist ja wieder betoniert, ne, sozusagen. Ja, also vielleicht sagst du, okay, das ist die Eingangsebene, ne, oben. Und das ist ja so der eigentliche Haupteingang in den... hat jemand die Hexe eingeladen? Ja. Das ist eine gute Freundin von mir. Warum ist hier eine Hexe unten drin? Warum denn nicht? Hier soll nichts drin spawnen. Sei mal nicht so. Das heißt auch, wir haben zu wenig Lichtlevel, ne? Ich hab Fackeln dabei.
Naja, aber ich will ja hier nicht mit Fackeln arbeiten. Deswegen habe ich ja die Seelaternen gemacht. Die haben doch auch Licht, oder nicht? Also hier ist auf jeden Fall, immer wenn ich eine gesetzt habe, war das deutlich heller. Wie kann man denn das Lichtlevel erkennen? F1 ist es nicht, ne? F3? Kann mir mal einer sagen, warum mein Rechner immer so kacke ist, wenn ich 8 Kernchip habe? Doch scheiße hier, ehrlich. Wo sieht man denn hier das Lichtlevel? Aber wo sieht man hier das Lichtlevel? Das kann ich dir nicht sagen. Guck mal, meine GeForce hat 6 GB. PCI Express. Müsste doch funktionieren. Müsste es? Aber warum läuft der Speicher da oben voll? Und warum guckt mich die Hexe so an? Achtung, Hexe, Hexe! Jetzt kriegst du eins aufs Maul, du Schlampe. Wahnsinn. Da. Meinst du, ich kann da runterspringen, ohne dass ich krepier? Also, ehrlich gesagt, ich würde es nicht machen. Geht. Also ich denke, da müssen wir hier ganz viele Halbstufen reinbauen, ne? Ich kann darüber überlegen, wie ich jetzt am dümmsten da anfange. Na gut, ich versuche mal was. Ich werde jetzt hier kackendreist diese Deppenwand einreißen. Weil man kann ja hier erkennen, hinter der Deppenwand beginnt im Grunde... Ne? Wüste. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, da beginnt der Bahnhof. Und dann arbeiten wir hier weiter bis zur nächsten Deppenwand. Sollte eigentlich nur noch Kies sein. Ich musste jeden Kiesblock einzeln setzen, ne? Nur damit einer weiß, was ich hier so alles... Aber irgendwie kommt der Server... Jules, hast du wieder die Billig-Nitrado-Version genommen? Wieso? Aber hier fallen die Blöcke teilweise gar nicht oder dann einfach durch den Boden durch oder so. Ja, das wird ja ganz schlimm. Hier ist übrigens die nächste Deppenwand. Wenn ich hier jetzt ein Loch reinmache, dann haben wir einen Wassereinbruch. Mach doch mal. Nee. Nur sehen, wie es ist. Ach, du, das kenne ich schon. Niklas, bist du in der Nähe von dem Bett? Ja. Dann geh mal schlafen, bitte. Aber irgendwie habe ich heute so das Gefühl, ich muss heute wirklich reden, ne? Von den beiden anderen kommen nicht viel heute, ne? Ich bin gerade voll am Konzentrieren. Ja, aber meinst du, was ich denn hier mache? Ich frage ja auch nun, ist das ja egal, ich mach das hier, weißt du? Bin das ja gewöhnt, ich hab ja schon, also wir sind auf dem Weg zu 4000 Videos. Was meinst du, was ich sabbeln kann? Ich kann stundenlang über nichts reden. Oder Blödsinn oder so. Das kriege ich hin. Blödsinn? Blödsinn, ja. Wer kennt ihn nicht? Die guten alten Blödsinn. Richtig. Nein, der Niklas, der wollte nämlich, wie in einem Echo-Let's Play... eigentlich mit mir nochmal so, weißt du, wir quatschen einfach, ne? Wir haben ja damals auch über sehr diepe Themen gesprochen. Frauenrechte im Mittelalter. Sind doch ganz wichtige Themen, Fussel. Ja, also vielleicht jetzt. Beim Echo Let's Play ging es weniger darum, um das Spiel, weil, wenn ich mich an die vorletzte Folge erinnere, das war schon sehr lustig. Und was wir da hingecheatet haben, das war ja auch nicht mehr feierlich. Aber... Was, hat was? Nein. Habe ich cheaten gesagt? Ich meine ehrenvoll alles ercraften und erfarmen. auf jeden Fall, aber die Themen so, der Talk und so weiter, der war eigentlich immer ganz nice. Oh. Ja. Oh. Machbar ist das? Wenn ich mich daran erinnere, so wie, ja hier, Rauchen und so... mit dem Raucherthema am Bahnhöfen oder sowas.
Mehr fällt mir gerade nicht mehr ein. Naja, wichtig ist, dass du Rauchen im Kopf hast. Alter, ich habe eine ganze Glasflasche. Oh, ich bin Sekunde wieder da. Ja, es war vielleicht doch ein bisschen spät. Alter. Was hast du denn gemacht?